256 Ideen zum Energiesparen. Ergebnis eines internen Wettbewerbes beim Klebebandhersteller Lohmann. Spontan 200 Tonnen weniger CO2-Produktion und noch viel mehr Einsparpotenzial. Die Idee, alle Mitarbeiter zu einem Wettbewerb einzuladen, wie der Energieverbrauch reduziert werden kann, war ein Volltreffer. Wir hatten innerhalb ganz weniger Wochen schon über 250 Ideen, die eingereicht wurden. Bei 1000 Mitarbeitern, die wir an den deutschen Standorten haben, kann sich jeder ausrechnen. Toller Schnitt. 31 der Ideen der Lohmann Energy Challenge konnten spontan umgesetzt werden. Ziel ist es, den Gesamtenergieverbrauch zu senken und Fertigungsprozesse in Bezug auf Nachhaltigkeit neu zu denken. Die vielen Energiesparvorschläge ziehen sich durch den kompletten Betrieb, sparen eine 250.000 Euro ein. Die Leute wollen. Bei dem Neuwieder Klebebandhersteller laufen viele andere Umweltaktivitäten parallel. Also zum einen ist es so, dass wir seit diesem Jahr an den deutschen Standorten Ökostrom einsetzen und ich denke da einen großen Beitrag zur CO2-Reduzierung leisten. Zum zweiten ist es so, dass wir da, wo es möglich ist, auch recyclingfähige Materialien einsetzen. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass wir inzwischen auch biobasierte Rohstoffe einsetzen können. Klimaneutral? Bis 2035 will Lohmann das geschafft haben.